Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Road to Knife Unboxing. Episode 11 ist es schon nun. Die letzte Episode ist jetzt glaube ich einen Monat hier. Hat ein wenig gedauert, beziehungsweise kamen ja generell weniger Videos. Und zwar wurden sich ja auch Breakout-Kisten gewünscht, deswegen gibt es heute Breakout. Ich habe schon einmal ein Butterfly Knife gezogen. Das war mein erstes Knife sogar, ein Butterfly Knight in Field Tested. Waren so um die 110 Euro wert damals. Und ja, dann heute wieder 10 Kisten, das heißt 100 haben wir schon, weil ich ja 10 Kisten pro Episode aufmache. Den letzten paar Mal war es nicht so gut, ich glaube Full Blue oder so, aber sonst ziehe ich mal einmal Pink, das ist eigentlich auch nicht sehr lucky. Ich hoffe, dass es heute besser wird, wobei man auch sagen muss, die Skins dahin sind eigentlich auch nicht mehr viel wert. Ich meine, die 5-7 habe ich State Defenders Play Skin, sowie die P90. Die Glock hatte ich mal, da habe ich aber jetzt die Raceland Rebel. Und die Cyrex habe ich auch in State Defenders Play Skin. Bei den Skins aus dem Rakiste ganz nice sind. Die Deagle habe ich auch eine Zeit lang gespielt früher. Sonst. Ja. Knife ist halt auch nice. Wobei Butterfly Knives finde ich auch ziemlich. Also. Ja, es sind krass. Also ich finde das mit dem Flippen ziemlich nice. Hm? Aber bis jetzt sieht es glaube ich nur so aus, als wäre das eine Full Blue. Und könnt mir auch in die Kommentare wieder schreiben, was ich bei der nächsten Episode Kiste aufnehmen soll. Aufnehmen, aufhebeln. Und Brain Dead. Sogar die SSG sieht nice aus, finde ich. Ich meine, die ist jetzt ziemlich scratched. Aber die, wenn, gefällt die. Nur das ist halt ein Blue Skin, ist so wie die anderen Skins, die ich jetzt ziehen werde oder gezogen habe. Ich glaube, es ist sogar ein Purple. Purple. So, 5 hätten wir dann schon mal. Das ist, ey, ich weiß ja auch nicht, was los ist. Früher hatte der viel mehr Luck. Entweder hat es gegen die Ads gedroppt, so dass da einfach jetzt die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, dass man Blue Shit zieht. Da habe ich letztens erst mein Inventar bereinigt, weil das voll war und ich keine Kisten mehr aufheben konnte und nichts, konnte nichts traden, konnte gar nichts machen. Katastrophe. Und jetzt habe ich schon wieder so viel Blue. Greif halt mal das Knife, vielleicht hilft das hoffentlich, oder ein Pink Skin wenigstens. Wobei die sind ja auch alle nichts mehr wert. Na, aber besser als Blue. Bitte. Oh. Ja, immerhin ist der Trick. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, ich werde dann gambeln gehen. Ja, das ist das. Ja, aber das waren dann auch mal die 10 Kisten. Ja, 9-mal blau, 1-mal violett. Das ist eine ziemlich nicht krasse Ausbeute. Aber egal. Hoffentlich, ich hoffe, da kommt bald was, weil ich will jetzt nicht 700 Episoden oder sowas machen. Das ist lächerlich, da fühle ich mich verarscht. Aber ja, gut. Dann, egal. Könnt mir einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Und ansonsten lasst mir ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.